Willkommen zur Wörtlich-Sendung im Mai. Die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak wurde am 12. Juli 1950 in London geboren. Ihre Eltern kamen aus Wien, mussten aber vor dem Nationalsozialismus fliehen. Nach dem Krieg kehrte die Familie nach einiger Zeit nach Wien zurück. Ruth Wodak schlug eine Universitätskarriere ein und ist Professorin für Sprachwissenschaft an der Universität in Lancaster als auch in Wien. Ihr Spezialgebiet ist die kritische Diskursanalyse. Die Themenbereiche, die sie unter diesem Ansatz analysiert hat, sind, wie Sie im folgenden Gespräch noch hören werden, vielfältig. Ihr eben in der Edition Konturen erschienenes Buch »Politik mit der Angst« beschäftigt sich mit dem Phänomen der Angst als gezieltes Mittel zur Beeinflussung von Wählerinnen und Wählern von Seiten der Politik. Hören Sie aber nun wörtlich Ruth Wodak. Frau Professor Wodak, in Ihrem eben erschienenen Buch, das auf Deutsch Politik der Angst heißt und zuvor in englischer Sprache erschienen ist, führen Sie den Medienexperten David Altheit mit dem Satz an, Angst ist zur dominierenden öffentlichen Perspektive geworden. Dieser Satz stammt im Original aus dem Jahr 2002, ist also vor Immobilien-, Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise geschrieben worden. Sie sind Diskursanalytikerin. Unter dem Aspekt Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, was hat sich in Bezug auf die Angst geändert und warum ist die Angst so in dieser Form zurückgekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass es ja gesund ist, manchmal auch Angst zu haben, weil Angst führt dazu, dass man sich schützt. Das ist ja durchaus eine sinnvolle Haltung und auch Handlungsweise. Wenn Gefahr droht, dann trifft man irgendwelche Maßnahmen, um die Gefahr abzuwenden und sich zu schützen. Das lernt man schon als kleines Kind. Manchmal mühsam, wenn man sich verbrennt oder wenn man bestimmten Gefahren nicht ausweicht und eben erst erfahren muss, dass etwas dann schmerzt oder gefährlich sein kann. Also insofern ist ja eine gesunde Portion Vorsicht und Angst absolut nichts Schlechtes und dient eben dazu, durchaus das eigene Leben oder auch das der Angehörigen ohne zu viel Probleme durchzubringen. Worum es mir eher geht, ist die Konstruktion von Angst, also die Instrumentalisierung solcher Gefühle der Bedrohung in der Politik. Und auch das ist kein neues Phänomen. Sie haben ja einen Autor genannt, der das schon vor 14 Jahren geschrieben hat. Und es haben auch andere, auch Murray Edelman, ein ganz bekannter Politikwissenschaftler, der fast als erster auf die Funktion der Kommunikation auch eingegangen ist in der Politik, haben das immer schon angemerkt, dass also wenn Menschen Gefahren bewusst werden beziehungsweise ihnen gesagt wird, es droht Gefahr, dass man dann sehr leicht das instrumentalisieren kann und dann praktisch als Retter aus der Not sich gleichzeitig positionieren kann. Und genau so ein Muster beobachten wir jetzt immer mehr. Aber auch das ist absolut nicht neu, Bedrohungsszenarien aufzubauen und sich dann als Retter aus der Not zu stilisieren, ist ein altbewährtes rhetorisches Mittel.
Und insbesondere möchte ich eben, weil Sie da diesen amerikanischen Autor genannt haben, darauf hinweisen, dass der Film von Michael Moore, den wahrscheinlich viele gesehen haben über Columbine, also ich denke, das war sein erster, wo er sehr klar aufgezeigt hat, wie ängstlich und wie mit Angst in den USA gelebt wird. Damals hat er einen Kontrast zu Kanada gezogen. Also jeder sperrt sein Haus dreifach zu, hat 5 Gewehre oder sonstige Schusswaffen zu Hause, um sich und sein Haus oder sein Land zu schützen. Und man begegnet jedem und jeder mit Misstrauen. Und dies kann letztlich dann auch zu einer Grundhaltung werden. Also man wird immer mehr und mehr in so eine negative Grundhaltung hinein sozialisiert, die eben stark von der Politik aus auch ausgenutzt werden kann. Und Edelmann beschreibt das dann auch in seinen Werken klar, dass vor allem bei Wahlkampagnen dies ein bewährtes Mittel ist. In jeder Wahlkampagne stellt sich also die eine oder andere Partei als positiv dar und alle anderen als negativ. Und eben gerade die eine kann dann die diversen Probleme lösen und einen schützen und vor Gefahren bewahren und die anderen können es eben nicht. Jetzt in letzter Zeit, aufgrund der vielen Unsicherheiten, die wir alle erleben, also in einer sehr globalisierten Welt, ob das jetzt Klimawandel ist oder Finanzkrisen oder Eurokrise oder die Flüchtlingssituation, Kriege und so weiter, ist es verständlich, dass wir alle eigentlich keine einfachen Lösungen für diese komplexen Phänomene haben. Es gibt auch keine einfachen Lösungen. Aber wenn dann Parteien und Politiker und Politikerinnen kommen und solche einfache Lösungen versprechen und einem versprechen, sie vor der Gefahr zu schützen, dann kommt das offenbar recht gut an. Und genau so ein Muster verfolgen zurzeit viele rechtspopulistische Parteien. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Oskar Negt in Dürnstein. Da hat Negt gemeint, dass der Sozialstaat als die politische Antwort auf die Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs zum Schutz vor dem Zustand der permanenten Angst um das individuelle Überleben zu verstehen ist, unter dem die Folgen nämlich waren, dass die Menschen nicht mehr in der Lage waren, sozial und demokratisch an der Gesellschaft zu partizipieren. Würden Sie meinen, dass der Zulauf zu den rechtspopulistischen Parteien eigentlich ein Ausdruck einer wirklich existenziellen Krise der Menschen ist? Oder dass die Diskursstrukturen eine gute Propaganda sind, die den Menschen kurze Antworten ermöglichen? Ja, ich denke, da gibt es mehrere Antworten oder auch mehrere Ebenen, die man da unterscheiden kann. Also ich denke, dass Oskar Negt recht hat. Der Sozialstaat war und ist eine unglaubliche Leistung gewesen, ja, eine Errungenschaft, die wir bewahren sollten und sehen, dass der Sozialstaat in Gefahr ist, soweit er bestanden hat. Ja, also in vielen Ländern gibt es das ja gar nicht. Ja. Und also in vielen Ländern werden wir ja auch unglaublich beneidet um eben genau diese sozialen Errungenschaften. Ich habe jetzt lange in England gelebt. Ich habe dort erlebt, was es bedeutet, wenn sehr viele Errungenschaften plötzlich nicht mehr bestehen und wie die Schere zwischen Arm und Reich enorm aufgeht. Also in Österreich ist man da lange nicht so betroffen. Das wissen vielleicht viele nicht, aber wenn man also über den Tellerrand schaut, dann sieht man, dass es überall dort, wo wesentliche Errungenschaften des Sozialstaats, also Krankenkasse, Rechtsschutz, Kinderversorgung, Altersversorgung, Pensionen und, also überall dort, wo an diesen großen Nachkriegserrungenschaften geknabbert wird, ja, wo die Schritt für Schritt verschwinden
insgesamt hat Nick, denke ich, auch da recht, dass eben diese Schere, die jetzt immer größer aufgeht, insgesamt global, soziale Ungleichheit, ein enormes Problem ist, das grundlegend verunsichert. In Österreich, wie ich es sozusagen jetzt ein bisschen mit der Distanz von außen auch sehen kann, geht es uns insgesamt recht gut, sozusagen im Vergleich. Ja, es geht sicher vielen Menschen nicht gut. Es ist auch in Österreich viel Armut zu beobachten. Und wir wissen auch, dass es besonders die Frauen oft trifft. Die Schere zwischen Gehältern von Frauen und Männern ist noch immer viel zu groß. Und es gibt auch eine wachsende Arbeitslosigkeit. Im Vergleich zu anderen Ländern noch immer viel weniger. Und die Angst momentan, denke ich, ist nicht so sehr, dass man jetzt also kaum was anderes tun kann, wie Sie das beschrieben haben, als sich um die unmittelbare Existenz zu kümmern, sondern es besteht eine ganz große Angst vor Verlust. Vor Verlust eben dieser Errungenschaften, vor Verlust all dessen, was man sich aufgebaut hat, was man jetzt besitzt, die Gemeindewohnung oder den Job, das Auto oder sonst was. All das, was der Sozialstaat, die Sozialpartnerschaft, also eben dieses österreichisch-skandinavische Modell, dass all dies verloren geht. Gleichzeitig nehmen wir ein ganz anderes Gefühl wahr, das auch durchaus instrumentalisiert wird in der Politik, das ist Neid. Und jetzt kommen wir sozusagen zu einer Mischung von Angst und Neid und das ist sehr negativ. Neid, dass es anderen besser geht oder auch Neid, dass andere etwas kriegen, was einem vielleicht weggenommen wird. Das ist also wiederum so eine Mischung von Gefühlen, die auch politisch jetzt stark instrumentalisiert wird. Beispiel Mindestsicherung oder warum denn überhaupt Asylwerbern irgendwie geholfen werden sollen. Es gibt ja bei uns auch genug Arme. Was stimmt? Aber ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, aber es kommt zu sozusagen zu einem Gegenüberstellen und einem Gegeneinander ausspielen von Bedrohungen und das potenziert sich dann zu einer riesigen Gefahr. Sie sind Professorin sowohl in Wien als auch an der Universität in Lancaster. Nehmen Sie von diesen beiden Orten diese Aspekte von Angst und Neid, die Sie angesprochen haben, in einem unterschiedlichen Licht wahr? Oder würden Sie sagen, man könnte hier von einem mehr oder weniger allgemeinen europäischen Phänomen sprechen? Also ich denke, man kann sicher von einem politisch europäischen, aber auch amerikanischen Phänomen sprechen. Also ich denke, dass Donald Trump durchaus ähnliche Gefühle instrumentalisiert. Er spricht ja auch alle jene an, jetzt Trump, die mit der bisherigen Politik sehr unzufrieden sind, die das Gefühl haben, sozusagen auf der Strecke geblieben zu sein, also die sogenannten Modernisierungsverlierer. In England ist es bei UKIP nicht unähnlich. Also UKIP ist einerseits europaskeptisch, andererseits gegen Einwanderung, weniger gegen Flüchtlinge als gegen Migration, auch von europäischen Bürgern und Bürgerinnen. Und UKIP wird vor allem von arbeitslosen, eher jungen Working Class, also Arbeitern, gewählt. Und zwar nicht aus irgendwelchen Minderheiten, sondern den sozusagen echten britischen Arbeitern. Also in allen, das ist das große Wählerpotenzial von UKIP. Weil es in diesen Schichten tatsächlich, wie Sie es auch beschrieben haben, bei NEGT, zu einer Verminderung der Partizipation gekommen ist, zu einer Verminderung von Bildung und Ausbildung, zu sehr schlechten Lebensumständen. Es gibt also in England schon massiv Suppenküchen und das liest man halt nicht so oft. Mhm. Es gibt ganze Straßen, wo Geschäfte zugemacht haben, vor allem im Norden Englands. Also nicht in Schottland, sondern noch in England. Und es ist
also in manchen Bereichen, in manchen Teilen des Landes zu einer großen Verarmung gekommen. Und das wird durchaus jetzt instrumentalisiert mit Slogans, die also eben einfache Lösungen versprechen. Ja, und auch genau dasselbe macht Trump und ebenso machen das andere rechtspopulistische Parteien nicht. Also wenn es die Flüchtlinge nicht gäbe oder wenn es die Migranten nicht gäbe, dann wäre alles in Butter sozusagen. Ja. Natürlich ist das nicht richtig. Die Situation, in der wir uns global befinden, wird sich sicher nicht dadurch lösen lassen, sondern hat eben ganz andere Gründe, die man mittel- und längerfristig angehen muss, ob jetzt ökonomisch, sozial und so weiter. Aber die Ängste werden instrumentalisiert und dann auch in eine bestimmte Richtung gelenkt. Sie sprechen in dem Buch Politik mit der Angst auch den Kontext des Populismus an. Und Sie zitieren dort Ernesto Laclau, ein argentinischer Politiktheoretiker, der den Begriff des Populismus nicht nur negativ fasst. Wo sind einerseits die Differenzen zwischen rechten und linken Populismus und was sind die Kontexte, wo Sie sagen würden, das ist das Berechtigte am Populismus und da stecken die großen Gefahren? Also Laclau sieht das in seinem hochtheoretischen Ansatz, den wir ja jetzt nicht im Einzelnen diskutieren können, aber Laclau sieht Populismus als praktisch ein lebendiges Element in einer Demokratie. Ja, also Konflikt insgesamt, Auseinandersetzung, Agonismen, wie er das nennt, aber auch sozusagen eine breitere Partizipation, ja, wo doch mehr Mitbestimmung in einer pluralistischen Demokratie möglich ist. Und dem ist also sicherlich nicht zu widersprechen. Also sicherlich ist es gut, wenn es breite Beteiligung gibt und durchaus auch konfrontativ und auch konfliktreich, solange andere Instrumente und Grundsätze der Demokratie nicht verletzt werden. Ja. Und insofern als Prinzip ist ihm sicherlich nicht zu widersprechen. Populismus heißt jetzt nicht als rechts oder links, sondern praktisch einfach von historisch her gesehen, dass eben die Bevölkerung mehr mitbestimmen kann und es unterschiedliche Öffentlichkeiten gibt, wo dies möglich sein könnte. Also die sogenannten Grassroots Movements, Bürgerrechtsbewegungen und so weiter, nicht? Und dass also dies eben nicht nur konsensuell, sondern durchaus auch konfrontativ passieren kann, aber jetzt nicht mit Gewalt. Ich denke, das hält sicher eine Demokratie lebendig und ist sicherlich, wenn wir teilweise abgehobene politische Eliten sehen, beziehungsweise dies entspricht ja auch der Wahrnehmung von vielen, dass wir weder verstehen noch einbezogen werden in Entscheidungen, dies ist sicherlich auch ein gutes Gegenmodell oder ist etwas, was man, wo man wieder ein bisschen zurück, sozusagen die Politiker und die Politik wieder zurück auf den Boden holen sollte. Gefährlich wird das dann, und jetzt kommen wir zu den Ideologien, die sich das sozusagen dieser diversen populistischen Elemente bedienen können. Und da muss man einerseits feststellen, dass einmal jeder Politiker oder jede Politikerin natürlich jetzt rein in ihrer Kommunikation populistische Elemente hat. Es gibt keinen Politiker, der in einer Wahlrede nicht auch sozusagen für das Volk sprechen würde. Ja. Ja? Sie sprechen im Buch den Kontext der immer zunehmenderen Mediendemokratie an. Ja, und das hängt jetzt auch mit dem zusammen, dass die Medien als Transporteure der Politik dienen oder auch sozusagen vermeintlich der Stimme des kleinen Mannes und der kleinen Frau auf der Straße, wie das manche Boulevardmedien vorgeben zu machen. Aber ein Politiker, eine Politikerin, die nicht in den Medien reüssiert,
hat überhaupt keine Chance mehr. Und ich meine jetzt nicht nur die traditionellen Medien, ich meine auch die Social Media, ja, also Web 2.0. Ohne da eine gute Inszenierung zu besitzen, hat man überhaupt keine Chance mehr. Aber wenn wir jetzt zurück zu der Frage des Populismus kommen, die eben die Medien auch benutzen durchaus, so geht es jetzt darum, wenn man für oder mit dem Volk spricht, ja, also unter Anführungszeichen, dem Demos, ja. Sie schreiben auch eine dauernd konstruierte Identität, die die Vielheit des ganzen Kontextes einer Bevölkerung die ganze Zeit verneint. Ja, und darum geht es. Ausgrenzt. Genau, darum geht es jetzt, nicht? Also, wenn wir Populismus neutral, Laclau, jetzt nehmen, ja, also das ist sozusagen ein Instrument, das eine Demokratie lebendig hält, wie man auch immer das dann wahrnimmt. Okay, ja, wobei man noch sehr viel über Referenda und so weiter sagen könnte. Also das Schweizer Modell wird immer angesprochen, aber ich denke, viele wissen nicht genau, wie das Schweizer Modell funktioniert. Ja. Aber lassen wir das mal beiseite. Es geht darum, wer darf sich beteiligen. Und da sagen die rechtspopulistischen Parteien, wir definieren eigentlich, wer dieses Demos ist, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und das sind also, wenn wir jetzt einige Stimmen hernehmen, ob jetzt aus Deutschland, Holland, Österreich, Ungarn, Polen, egal, zum Beispiel der Islam gehört nicht dazu. Das heißt, man schließt also von weg eine Religion oder alle jene, die Muslime sind, aus von diesem sogenannten Volk. Es können aber natürlich auch andere Leute ausgeschlossen werden. Positionspolitiker, Politikerinnen zum Beispiel, die, wie man es jetzt auch in Polen sieht, aus bestimmten Ämtern enthoben werden. Oder es könnten auch autochthone Minderheiten ausgeschlossen werden, wie Roma oder Juden oder schon eingebürgerte Staatsbürger mit Migrationsgeschichten oder die Slowenen oder die Kroaten. Ja. Im Prinzip geht es darum, dass das sehr willkürlich passieren kann. Man kann also immer dieses Demos neu definieren, für das man spricht und dessen Teil man ist. Und die anderen sozusagen nehmen dann nicht teil. Und das führt letztlich zu einem Nationsbegriff zurück, der mit dem Jus Sanguinis zusammenhängt. Also man muss also hier geboren sein und auch die Eltern schon. Und es ist also, wenn Sie so wollen, überspitzt gesagt, eine Blut- und Bodenideologie. Und andere können eigentlich nie dazugehören, selbst wenn sie die Staatsbürgerschaft haben. Und das ist das Gefährliche für eine pluralistische Gesellschaft, weil wir leben ja in Europa alle in Einwanderungsgesellschaften. Also man würde sich ja was vormachen, wenn man das nicht so sähe. Europa ist ein Einwanderungskontinent und es ist völlig klar, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind. Aber wenn jetzt ein homogenes Demos, ja, eine einheitliche Gesellschaft plötzlich vorgestellt wird, dann greift das auf ein Modell zurück, das ja längst überholt ist, ist ja völlig anachronistisch, kommt aus dem Nationsverständnis des 19. Jahrhunderts, will also sozusagen rückschrittlich etwas herstellen, was so völlig überholt ist. Und diese Fantasie gepaart mit, das wird euch schützen und wir schützen euch, wenn wir das nur herstellen, ist eine gefährliche Vision. Ja. Sie führen in Ihrem Buch aus, was eigentlich diese Strategien des rechtspopulistischen Vandalismus sind. Sie gehen im ersten Kapitel darauf ein und beschreiben etwas, was bei Fernsehdiskussionen schon sehr oft entgegengekommen ist. Es wird ein Skandal produziert, dann spricht man darüber,
Die Rechtspopulisten leugnen den Skandal, die Tathandlung. Dann wird der Skandal mit anderen Kontexten in Analogie gesetzt. Es werden Metaphern, geschichtliche Topoi erfunden oder wieder evoziert, um eine kalkulierte Ambivalenz zu erzeugen. Daraufhin wird der Angriff bezüglich dem Skandal, der produziert wird, in eine Umkehr von Opfer-Täter geführt. Und dann wird noch dazu kritisiert, mit dem Angriff des Skandals der Rechtspopulisten würde man die verfassungsmäßig verbriefte Meinungsfreiheit unterwandern. Sehr verkürzt dargestellt. Das Moment, das dabei passiert, und ich glaube, sehr viele Leute kennen das, man steht dann einen Moment vor diesem Diskurs und fragt sich, was ist jetzt passiert, weil alle Parameter völlig verschoben sind. Sehen Sie Gegenstrategien? Ja, ich denke, man muss erst einmal verstehen, was passiert. Ja? Also Sie sagen das ja, also viele sind ja mal paralysiert, ja, weil sie immer wieder in diese Dynamik hineinkommen. Ich nenne das ja das rechtspopulistische Perpetuum mobile. Also es ist immer wieder, wird ein Skandal provoziert, man kommt dadurch in die Schlagzeilen, man treibt alle anderen vor sich hin. Und es geht ja auch darum, Themenführung zu übernehmen. Ja. Es geht allen Parteien darum, ja, also möglichst in die Medien hineinzukommen mit ihren Themen, und mit solcher Skandalisierung schaffen das rechtspopulistische Parteien recht gut, ja, also diese Themenführung zu übernehmen, weil Journalisten und Journalistinnen, aber auch andere Politiker, die man dann eben auch zitiert und interviewt und so weiter, sich äußern müssen, wenn solche Grenzüberschreitungen passieren, ja, so Tabus gebrochen werden. Also ich denke, wenn Holocaust geleugnet wird oder hetzerische Aussprüche kommen, ich denke da durchaus auf Aussprüche der Frau Winter oder des Herrn Gudenus. In meinem Buch beschreibe ich aber auch in England den Nick Griffin von der British National Party, also einer extrem rechten Partei. Also solche Skandalisierungen, zu denen muss man sich äußern, weil wenn man das nicht tut, könnte man ja annehmen, man stimmte zu. Ja, also wer schweigt, stimmt zu, daher muss man was sagen. Das ist sicherlich richtig. Die Frage ist, wie sagt man dann was? Und wie sehr lässt man sich vereinnahmen in diese Spirale? Oder wie sehr kann man Distanz dazu schaffen? Letztlich auch sagen, wenn das solche Tabubrüche sind, durchaus in Österreich, die das Verbotsgesetz auch verletzen, dann ist das etwas, was die Gerichte betrifft und nicht die Medien. Also man kann darüber berichten, das muss ja auch nicht auf der Seite 1 als Schlagzeile erscheinen, man kann das auch kommentieren auf einer Metaebene und sagen, also schon wieder eine Provokation, schon wieder ein Skandal, kennen wir schon, eine Wahl steht vor der Tür, daher sollen alle das berichten. Wir berichten kurz, aber ansonsten geht das jetzt die Gerichte an. Und damit ist die Sache sozusagen gegessen und man könnte sich durchaus anderen Themen zuwenden. Ja. Medien scheinen aber ganz gerne Skandale zu berichten. Dazu gibt es ja auch viel medientheoretische Arbeiten. Skandalisierungen kann man auch gut verkaufen. Also da spricht jetzt ein ökonomisches Moment gegen ein eigentlich demokratisches Element. Da müssten Medien und auch andere Oppositionelle durchaus eine bessere Balance finden. Also ich beschreibe dann auch in meinem Buch durchaus Möglichkeiten, diesen gordischen Knoten zu durchbrechen. Also dass man die Empörung muss nicht unendlich aufbereitet werden und lange Zeit dauern. Es reicht, wenn man das einmal feststellt und sich dann wieder der Tagespolitik zuwendet. In Bezug auf den Kontext der gegenwärtigen Befindlichkeit. Ich habe in der 111. Ausgabe von Lettres Internationales ein Gespräch mit Boris Kreuz gelesen, einem Philosophen und Kunsthistoriker, der in diesem Gespräch
es tut nichts zur Sache mit wem, jetzt den Satz artikuliert hat, im Westen herrscht eine unendliche Gegenwart, während die Zukunft immer mehr als Bedrohungszusammenhang wahrgenommen wird. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. In Bezug auf eine Umweltkrise, auf permanentes Prekariat und dergleichen ist die Gegenwart ein einziges Jetzt und jede Zukunftsperspektive entsteht als Dystopie. Also ich kann das auch gut verstehen. Deshalb könnte man ja hoffen, dass es der Politik und auch Experten und Expertinnen gelingen sollte, Visionen zu geben und auch längerfristige Programme für diese unheimlich komplexen und zum Teil undurchsichtigen Phänomene, denen wir da entgegenschauen. Also ob das jetzt der Klimawandel ist, ist ja interessant, dass viele rechtsextreme und rechtspopulistische Politiker und Politikerinnen ja diesen leugnen. Wobei das ja sicherlich ein Moment ist, das also ganz extrem zur generellen Unsicherheit beiträgt. Genauso ist es mit der schon angeschnittenen Tatsache der Ungleichheit und der immer größer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich, mit sicherlich weiteren Flüchtlingen, die kommen werden, solange es nicht gelingt, in anderen Ländern und Erdteilen ein bisschen mehr Wohlstand und Sicherheit herzustellen. Also wir sind alle von diesen Phänomenen betroffen. Hinzu kommen technologische Veränderungen, die wieder Arbeitslosigkeit verursachen und. Ja, also es gibt jede Menge von Faktoren und Problemen, die zu lösen sind. Die kann ich nicht lösen, die können Sie auch nicht. Also wir sind beide nicht Experten für diese verschiedenen Bereiche. Und deshalb wählen wir ja auch Repräsentanten, von denen wir hoffen, dass sie Programme besitzen und nicht nur kurzfristig bis zur nächsten Wahl, sondern auch mittel- und längerfristig sich überlegen, wie gehen wir mit all diesen auf uns zukommenden Problemen um. Und offenbar, zurzeit momentan, gibt es sehr wenige Politiker und Politikerinnen, die das Vertrauen einflößen, dass sie die Fähigkeit haben, längerfristig programmatisch zu denken. Ja. Um nachzufragen, würden Sie meinen, dass in Bezug auf den politischen Diskurs die Projektion einer Zukunftsperspektive verschwunden ist? Also ich denke, es ist sehr vage geworden. Ja, also sieht man ja auch schon auf diesen unsäglichen Slogans, die uns da ständig entgegenblicken, Weg in die Zukunft oder also Change war zwar, wie Obama das verwendet hat, ziemlich präzise, nämlich anders als Bush. Ja, und er hat das also auch programmatisch aufgeschlüsselt und auch nicht alles einhalten können, aber es gab sozusagen relativ klare Ziele. Aber nur zu sagen, es wird anders und nicht zu spezifizieren, in welcher Weise, nur auf eine nicht definierte Zukunft zu hoffen, flößt sicherlich überhaupt kein Vertrauen ein. Und ich habe oft das Gefühl, also wenn ich solche Slogans sehe, die also vor allem von allen Parteien gemacht werden, dass wir als Wähler und Wählerinnen irgendwie für dumm verkauft werden, nicht? Weil natürlich will man wissen, was haben die vor, und zwar kurzfristig, mittelfristig und längerfristig. Natürlich kann man nicht alle Krisen vorhersehen, das ist schon richtig, aber man kann ja auch irgendwie Pläne in der Schublade haben. Also, und man kann es natürlich auch nicht national lösen. Ja, es gibt sicherlich Dinge, die man national lösen kann, aber im Großen und Ganzen in einer globalisierten Welt mit globaler Kommunikation ist man auch transnational aufeinander angewiesen. Und diese Spezifikationen in einer uns verständlichen Weise
werden uns sehr selten bis nicht geboten. Und bei verständlich meine ich jetzt nicht simplistisch, also runtergebrochen auf ich weiß, wo es lang geht, wählt mich, ohne das zu spezifizieren, sondern durchaus zu sagen, das sind sehr komplexe Inhalte, wir werden die nicht alle verstehen, also wir sind ja auch nicht Techniker oder Klimaexperten oder Expertinnen, aber man kann doch verständlich machen, worum es im Prinzip geht. Es geht, also ich würde als angewandte Sprachwissenschaftlerin einfach sagen, es geht um Wissenstransfer und das muss doch gelingen. Gehen wir vielleicht gleich auf den genaueren Aspekt Ihrer Forschungen ein. Ihr persönliches Forschungsgebiet ist die kritische Diskursanalyse. Die Bereiche Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten sind enorm weitreichend. Sie behandeln Themen wie das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht, die Konstruktion nationaler Identitäten, öffentliches Gedenken in den Medien. Sie haben auch eine Studie zum Verständnis und Verstehen von Hörfunknachrichten gemacht, als auch über den Nachkriegsantisemitismus in Österreich. Könnten Sie vielleicht kurz die kritische Diskursanalyse umreißen, Ihre spezifischen Möglichkeiten und auch Ihre Grenzen verständlich machen? Ja, das ist natürlich schwierig, das in kurzer Zeit zu machen. Also es geht im Prinzip darum, problemorientierte Forschung zu machen. Sie haben jetzt eine Reihe von sehr komplexen Phänomenen genannt, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und bei all diesen Phänomenen ging es darum, einen Aspekt besonders herauszugreifen, nämlich jenen, der über Kommunikation läuft. Also natürlich ist ein Thema wie Hörfunknachrichten oder Verständlichkeit oder Arzt-Patient-Kommunikation immer ein interdisziplinär anzugehendes Phänomen. Viel Forschung, die ich gemacht habe, habe ich auch in größeren Teams gemacht, um eben der Komplexität des Forschungsgegenstandes gerecht zu werden. Und wo ich mich jetzt spezifisch auskenne, ist jener Teil, der eben über Sprache, also über Sprachverwendung und Sprachverhalten konstituiert wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also wenn mich Sprache bei Gericht oder Kommunikation zwischen Arzt und Patient interessiert, dann kann ich was beitragen, wenn ich Gespräche zwischen Ärzten und Patienten, Patientinnen analysiere. Und zwar jetzt nicht nur so auf den Wortschatz oder auf die Grammatik, was man vielleicht, wenn man Sprache hört, einmal denkt, sondern uns interessiert, wie diese zwei Akteure, in dem Fall Arzt und Patient, miteinander sprechen und wie ein Arzt einen Patienten fragt, wie es ihm geht und versucht, durch ein Gespräch eine Diagnose oder eine Vordiagnose zu formulieren und wie es diesem Patienten ermöglicht wird, seine oder ihre Krankheit oder Symptome zu schildern. Und wir haben das deshalb untersucht, weil es klar geworden ist, dass es zu Fehldiagnosen gekommen ist, weil Patienten zu wenig Möglichkeit geboten wurde, tatsächlich zu äußern, wo es ihnen wehtut, ihre Geschichte zu erzählen und dadurch lebenswichtige Information verloren gegangen ist oder nicht zum Vorschein kam. Es hat also durchaus existenzielle Folgen. Ja, das ist nicht nur einfach ein Gespräch. Und wir haben dann über viele, viele Tonbandaufnahmen von solchen Interaktionen Muster analysieren können, wie Fragen gestellt werden, wann unterbrochen wird, wie jemand erzählt, wie nachgefragt wird, wie man Patienten eigentlich erklärt, was mit ihnen passiert und nicht nur im medizinischen Jargon, den die meisten
nicht verstehen. Also wie einerseits sowohl interpersonell eine bestimmte ein Vertrauen aufgebaut wird, wie auch Information ausgetauscht wird. Und wir haben dann Richtlinien erarbeitet und auch in Seminaren Ärzte und Ärztinnen geschult. Ähnlich mit Journalisten und Journalistinnen, wo wir das gemacht haben. Und wir haben auch Richtlinien für verständlichere Gesetzestexte erarbeitet. Also alles dient darum, besseres Verstehen zu ermöglichen in Interaktion. Das kann direkte Interaktion sein, also so wie wir jetzt miteinander sprechen. Das kann aber durchaus auch schriftlich sein, weil jeder Text ist ja letztlich dialogisch. Ja, jeder Text wird so geschrieben, dass er von einem bestimmten Leser oder Leserin verstanden oder Seherin verstanden wird und ist also sozusagen auf ein bestimmtes Publikum zugeschnitten. Und das dann eben mit seinem, ihren Vorwissen diesen Text entschlüsselt und interpretiert. Nicht? Und dieser Bereich, wie man Bedeutungen schafft und sie auch entschlüsselt, ist praktisch der Kernbereich der Diskursforschung. Und wir schauen uns eben ganz unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft an, wo Kommunikation visuell, schriftlich, mündlich, auch in Zeichen, ja, semiotisch zustande kommt und wie dadurch Verstehen oder Missverstehen, Manipulation, Überzeugung, wie auch immer, geschaffen wird. Das ist sozusagen das Kernelement. Und das Problemorientierte, das sozusagen kommt dann das kritische Moment dazu, nämlich, dass es jetzt nicht insgesamt darum geht, irgendwelche Gespräche sich anzuschauen, sondern dass mich und andere Kollegen und Kolleginnen interessiert zu verstehen, wie Sprache jetzt bei ganz bestimmten, sehr komplexen Phänomenen zum Zug kommt. Und in der Politik ist ja offenbar Sprache ein ganz wichtiges Element, eben wiederum in diesem breiten Zusammenhang, schriftlich, mündlich, visuell, medial, digital, wie auch immer. Und zu entschlüsseln und explizit zu machen, wie Politik passiert, ja, im Kleinen, also was wird uns gesagt, was bedeutet das, wie können wir das verstehen, warum machen die das so, welchen Effekt hat das? Und das können wir ganz genau im Einzelnen nachvollziehen. Dadurch kann man dann auch besser verstehen, aber auch erklären, warum es zu bestimmten Wirkungen, Aussprüchen kommt, warum etwas eine Verhetzung sein kann oder nicht, ja, weil da eben bestimmte sprachliche Elemente dazukommen oder eben auch nicht. Also es geht darum, diese kommunikative Ebene in einem Gesamtzusammenhang eines viel komplexeren, schwierigeren Problems zu sehen. Also wenn ich mich beispielsweise auch mit Rassismus oder Antisemitismus beschäftige, haben ja sicherlich Historiker und Sozialpsychologen und Philosophen und viele andere Leute, Experten auch was dazu zu sagen. Wir sind sozusagen zuständig für diese Ebene der spezifischen Vermittlung über Sprache. Und deshalb ist es eben auch wichtig, in Teams da zusammenzuarbeiten. Und diese kritische Problemorientierung, nämlich etwas zu verstehen und auch nichts für unmittelbar als gegeben einfach hinzunehmen, ja, immer zu hinterfragen, gehört zu diesem kritischen Verständnis dazu. Ja. Könnten Sie vielleicht noch auf den Begriff des Diskurses eingehen? Warum heißt eigentlich die Diskursanalyse Diskursanalyse? Ja, an sich kommt der Begriff aus dem Lateinischen, ja, also aus vom Discurare, und meinte damals jetzt nicht nur hin und her laufen, ja, also was so die ursprüngliche Bedeutung ist, sondern meinte dann spezifisch auch, dass
Hin- und Hergehen und Denken im Hin- und Hergehen und miteinander sprechen oder auch für sich, wie das im Mittelalter beispielsweise in den Klöstern passiert ist, also eben an den Orten, wo man geschrieben und gedacht hat. Und dieses Moment des Miteinanderredens, des Austausches, des Verhandelns, dieses Element ist durchaus weitergetragen worden. Also Diskurs meint immer auch Text im Kontext. Also es ist nicht ein isoliertes Wort oder ein isolierter Satz, sondern es geht um Gespräche, um Texte in einer bestimmten Situation. Das kann historisch oder auch gegenwärtig sein, wo wir entschlüsseln, was gemeint ist und wo in ganz unterschiedlichen einzelnen Textsorten etwas über ein gewisses Thema gesprochen oder geschrieben werden kann. Also es gibt beispielsweise einen Diskurs über Migration und nun können ganz unterschiedliche Meinungen miteinander ausgetauscht werden in diesem Diskurs. Es kann ganz unterschiedliches Wissen mitgemeint werden und es kann auch in ganz unterschiedlichen Situationen und in ganz unterschiedlichen Textsorten realisiert werden, ob jetzt als Rede zur Migration oder eine Parlamentsdebatte über Migration, Zeitungsartikel dazu oder eine Radiosendung. All dies ist Teil eines großen Diskurses über Migration, der momentan in unseren Gesellschaften vorhanden ist. Also es hat sehr viel mit der Struktur von Wissen über ein Thema zu tun, das dann sprachlich realisiert wird. Ich habe auch sehr viel über Mehrsprachigkeit geforscht, mache das auch noch immer, und Sprachenpolitik. Ich war Teil eines sehr großen EU-Projekts über Mehrsprachigkeit in der EU, wo ich die Aufgabe hatte, mehrere Teams zusammenzubringen und die Mehrsprachigkeit in den europäischen Institutionen genauer zu erforschen. Also wir haben sehr viel Feldforschung gemacht im Europäischen Parlament, in der Kommission und uns tatsächlich mit Sprachgebrauch und auch dem Diskurs über Mehrsprachigkeit fündig gemacht. Ich denke, das ist ein wichtiges Element des vereinten Europas, ja. Weil Sprache ja ein wichtiger Teil von Identität ist und der Versuch der EU, also zumindest in manchen Öffentlichkeiten, zum Beispiel in den Plenumsdebatten im Europäischen Parlament, alle Amtssprachen zuzulassen und dann wird ja simultan übersetzt, ja. Ist ja ein großartiges Experiment. Kostet übrigens ganz wenig, also es wird sehr übertrieben. Im Verhältnis kostet das wirklich ganz wenig für jeden einzelnen europäischen Bürger und Bürgerin. Und immerhin kann jeder und jede ihre Sprache dort sozusagen verstehen. Ja. Also das sind durchaus sozusagen wichtige Themen, mit denen ich mich auch beschäftige. Und letztlich würde ich gerne noch anführen, ich habe mich ja auch sehr beschäftigt mit geschlechtsgerechter Kommunikation. Wir haben ja auch Richtlinien für geschlechtergerechte Sprache ausgearbeitet. Das hat natürlich ein unglaublich emanzipatives Element in sich. War es für Sie als Frau damals schwierig, an der Universität zu arbeiten? Mich würde interessieren, ob und wie sich die Universität gewandelt hat. Also die Universität hat sich in vielem sehr gewandelt. Sozusagen in meiner Berufszeit sind eigentlich die Gleichbehandlungsgesetze gekommen und ich war selbst Gleichbehandlungsbeauftragte viele Jahre, also in der damals philosophischen Fakultät. Ich hatte Glück in meinem Studium der Sprachwissenschaft, dass ich da selbst keine Diskriminierung erfahren habe. Aber wie wir dann Assistentinnen waren, haben wir eine erste Frauengruppe an der Uni Wien gegründet, wo ich auch Mitglied war, weil wir praktisch sehr vereinzelt an den Instituten waren und doch noch immer eher zum Kaffeekochen beordert wurden. Es wurde also irgendwie indirekt erwartet, obwohl wir Doktorate hatten, wie auch die männlichen Assistenten, dass
Das, also die Frauen übernehmen. Und wir haben dann so eine erste Frauengruppe gegründet, Frauengruppe Uni Wien, 1975, wo wir dann alle an unseren verschiedenen Instituten beschlossen haben, wir machen das nicht mehr. Und wir wollen also überhaupt nicht mehr ständig unterbrochen werden und sozusagen diese diversen Diskriminierungen erfahren. Und haben dann auch ein Buch publiziert zusammen, Das ewige Klischee, Uni-Frauengruppe Wien, 1975 im Böhler Verlag, wo also viele männliche Kollegen sehr erstaunt waren, ja, und irgendwie gesagt haben, also warum schreiben Frauen da ein Buch? Und wir haben halt gesagt, ja, warum schreiben halt Männer ein Buch? Also es waren so wirklich die ersten Etappen der Frauenbewegung, wie sie nach Wien gekommen ist damals. Und seither hat sich natürlich also unendlich viel geändert. Es sind immer noch viel weniger Frauen in den Top-Positionen, also Professorinnen. Wie ich Professorin wurde, also erst einmal AO und dann ordentliche Professorin, gab es noch nicht viele. Und ich war ja auch die erste Wittgenstein-Preisträgerin. Inzwischen gibt es noch zwei weitere Frauen, es ist auch nicht rasend viel. Ja. Prozentuell. Also es gibt immer noch große Unterschiede, die oft kleingeredet werden im Sinne, naja, es gibt halt weniger Frauen oder es treten weniger Frauen an oder es bewerben, man findet sie nicht. Ja? Also diese Ausreden gibt es immer noch, aber es wird doch sehr viel zur Frauenförderung getan. Also davon hätten wir uns ja nie träumen können. Ja, also damals waren wir tatsächlich auf uns allein gestellt, als ohne diese Gruppe, es haben sich alle aus dieser Gruppe habilitiert. Also ich weiß nicht, ob das sonst gelungen wäre. Dürfte ich noch kurz ansprechen, Sie sind am 12. Juli 1950 in London geboren. Ihre Eltern kamen nach England, weil sie vor dem Nationalsozialismus flüchten mussten. Ihre Eltern sind dann in England geblieben und ihr Vater hat als Botschafter gearbeitet, wenn ich richtig informiert bin. Also zunächst noch nicht, aber dann später, ja, war als Diplomat. Wie haben Sie das Verhältnis Ihrer Eltern mit Österreich mitbekommen? Wie haben Sie das als Kind erlebt? Das habe ich ein bisschen unterschiedlich von beiden erlebt. Mein Vater war ein überzeugter Patriot, also ein überzeugter Österreicher, musste flüchten, weil er im Untergrund war. Er war Sozialdemokrat, dann später auch bei den revolutionären Sozialisten und Jude und ist also sofort nach dem sogenannten Anschluss geflüchtet. Ja. Sonst wäre er sicher sofort deportiert worden. Und mein Vater wollte nichts anderes als zurück nach Österreich. Also das ist sozusagen die Geschichte, die ich sehr, sehr oft gehört habe in meiner Kindheit. Und er hat dann in der britischen Armee gekämpft und ist dann auch gleich nach 1945 wieder nach Österreich zurück und wurde dann sehr schnell ins Außenamt aufgenommen. Damals hat man ja nicht Nazis gesucht. Daher gab es in einem Land, wo doch sehr viele Leute irgendwie mitbeteiligt waren, hat man also Menschen gesucht, die also sicherlich unbelastet waren. Ja? Und das waren natürlich aus dem Exil Rückkehrende, obwohl, wie wir wissen, viele ja nicht sehr willkommen waren und nicht unbedingt eingeladen wurden. Aber mein Vater also war sozusagen von oben bis unten absolut Patriot. Dass jetzt das Essen betroffen hat oder die Musik oder die Landschaft, also alles, was man so an Dingen irgendwie nennt. Für ihn war wichtig, das nie wieder. Ja? Also alles zu tun, auch in seinen Möglichkeiten. Und er ist dann eben auch ein sehr hoher Beamter gewesen. Er war letztlich dann Generalsekretär im Außenministerium. Ja. Alles zu tun, um einen Rückfall in eine undemokratische, faschistische Zeit oder in ein System zu verhindern. Und hat also unendlich gearbeitet.
dafür. Meine Mutter musste auch flüchten, weil sie Jüdin war und ist also mit Glück, mit einem Affidavit, das eine britische Familie ausgestellt hat, das gab es damals, als Putzfrau nach England gekommen, musste ihr Studium abbrechen und In Wien abbrechen, also sie wurde sofort aus der Universität ausgeschlossen, praktisch am Tag nach dem Anschluss, musste auch, wie man so sagt, die Straße waschen. Und meine Mutter wollte nicht zurück nach Wien. Meine Mutter hat fürchterliche Angst gehabt, zurück nach Wien zu kehren, weil sie eben so fürchterliche Erlebnisse hatte. Also vergessen kann man das ohnehin nicht, aber sie konnte schwer damit umgehen. Also meine Mutter hat sich immer im Ausland am wohlsten gefühlt. Daran erinnere ich mich sehr klar, obwohl sie letztlich ihren Beruf dann aufgegeben hat. Als Diplomatengattin damals konnte man nicht Chemikerin sein. Sie hat während des Krieges in England ihr PhD dann doch fertig machen können. Ja. Aber meine Mutter war immer misstrauisch und hatte eigentlich immer Angst. Also insofern habe ich so zwei Modelle bekommen. Beide waren aber unheimlich lautstark. Also im Sinne von, meine Mutter hat sich immer gewehrt. Ja, also es war ganz klar, wenn es irgendeinen antisemitischen Vorfall in meiner Schule gegeben hat, wo ich betroffen war oder auch jemand anderer betroffen war, ist meine Mutter schon dort gewesen. Also gefallen hat sie sich nie was lassen. Ja, das war eindeutig. Also sie war eine sehr couragierte und sehr taffe Frau. Ja, aber sie war in Wien letztlich, wenn ich so zurückschaue, immer ängstlich. Und das war mein Vater gar nicht. Ja, also ich kenne das, dieses Muster von vielen rückgekehrten Familien, wo die Frauen lieber sozusagen im Exil, wo sie sich ja dann etabliert haben oder wieder irgendwie einen Beruf gefunden haben, geblieben wären, weil sie diesen Vertrauensbruch nicht überwunden haben. Während die Väter sozusagen meinten, jetzt erst recht, ja, jetzt muss man alles tun, damit das nie wieder kommt und sich komplett also als Patrioten gefühlt haben. Ja, also dann mit dieser Ambivalenz bin ich aufgewachsen. Sie hörten ein Gespräch mit der Professorin für Sprachwissenschaft, Ruth Wodak. Die nächste Sendung hören Sie, wie immer, am dritten Montag im Monat, also am 20. Juni um 13 Uhr auf Radio Orange. Bis dahin, ein schönes Leben.